So, dann soll es jetzt also um die Lösung dieser Gleichung gehen, dieses Gleichungssystems gehen. Ich hatte beim letzten Mal ja schon einen Lösungsweg angedeutet. Das heißt, wir lösen diese obere Gleichung erstmal nach I1 auf. Das heißt, wir formen die erstmal um. Dann steht da I1 ist gleich. Und auf der anderen Seite steht dann IA minus I2. Also IA rübergebracht, also auf beiden Seiten IA addiert und dann I2 rübergebracht, indem ich I2 auf beiden Seiten subtrahiere. Und dieses I1, das kann ich jetzt da einsetzen. Das mache ich mal. Ich mache hier mal einen Strich drunter. So, und schreibe die Gleichung nochmal auf. Dann steht da RA mal IA, also das wird jetzt die Gleichung 1 Strich, nenne ich die mal. Das ist RA mal IA minus U1, also einfach abgeschrieben, plus R1 mal Klammer auf, und jetzt muss ich dann diesen Term dafür einsetzen, also IA. IA minus I2. Und das ist dann gleich 0. In der zweiten Gleichung habe ich kein I1, das heißt, die Gleichung kann letztendlich so bleiben. Ich schreibe sie einfach nochmal hin. Also die Gleichung 2 lautet ja minus R2 mal I2 plus U2 minus RA mal IA IA ist gleich 0. So, ich habe jetzt zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, IA und I2. Ansonsten sind alle Werte bekannt. Das heißt, ich habe schon einen Schritt geschafft von drei Gleichungen mit drei Unbekannten auf zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und die muss ich jetzt entsprechend weiter umformen, dass ich eine Gleichung mit einer Unbekannten bekomme. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ich eine Gleichung hätte, in der I2 schon drin steht, weil I2 möchten wir ja auch ausrechnen. Dazu könnte ich beispielsweise die zweite Gleichung nach IA auflösen und dann oben einsetzen. Das mache ich mal. Also nochmal einen Strich drunter. Dann nehme ich die Gleichung mal 2 Strich. 2 Strich. Und die löse ich nach IA auf. Dann steht da minus R2 mal I2 plus U2 gleich IA mal RA. IA mal RA habe ich rübergebracht. Also ich müsste jetzt noch ein RA da hinschreiben. Um dieses RA auch noch wegzukriegen, müsste ich auf beiden Seiten durch RA teilen. Und das mache ich jetzt auch, indem ich hier nochmal durch RA teile. Und das muss ich hier natürlich auch machen. Wenn es eine Summe ist, muss ich beide Terme, beide Summanden durch RA teilen. Das mache ich hier mal. Und dann habe ich die zweite Gleichung nach IA aufgelöst. Manchmal macht es Sinn, ab und zu einmal eine Probe zu machen. Das kann man hier ganz gut an den Einheiten machen. IA soll also eine elektrische Stromstärke sein. R2 durch RA. R2 hat die Einheit Ohm, RA auch. Das heißt, die Einheit wird sich hier rauskürzen. Das heißt, es bleibt hier eine Stromstärke übrig. Und U2 durch RA, also eine Spannung geteilt durch einen Widerstand, ergibt auch einen Strom. Das passt also. Also das kann man ab und zu mal machen, um einfach zu sehen, ob man irgendwo einen groben Fehler gemacht hat. So, und dieses IA, was ich jetzt ausgerechnet habe aus dieser Gleichung, das kann ich jetzt da oben, da und da entsprechend einsetzen. Mache ich mal. Ich fange mal links an zu schreiben, weil das wird alles ein bisschen größer. Da steht RA. RA mal. Und jetzt das, was hier
eingesetzt werden soll. Mal Klammer auf. Minus R2 durch RA mal I2. Plus U2 durch RA durch RA. So. Klammer zu. Ups. Dann minus U1 plus R1 mal Klammer auf minus R2 durch RA durch RA mal I2. Ah, will er nicht so richtig. So. Und dann geht es weiter mit plus U2 durch RA. Also plus. Hoppla. Plus. Plus. Plus U2 durch RA. Durch RA. Und dann Klammer zu. Da steht ja eigentlich R1 mal IA, das haben wir gerade hingeschrieben. Dann fehlt jetzt noch ein minus R1 mal I2. Minus R1 mal I2 gleich 0. So, und das Ganze muss ich jetzt nach I2 auflösen. Zunächst kann ich einmal dieses RA hier kürzen. Das RA mit dem RA und dem RA. Hier kann ich es nicht kürzen. Und jetzt bringe ich am besten zunächst einmal alle Terme mit I2 auf die eine Seite und alle Terme ohne I2 auf die andere Seite. Das mache ich am besten mal auf einer neuen Seite. So, ich habe das hier mal rüber kopiert. Und jetzt, wie gesagt, bringe ich alle Terme ohne I2 auf die andere Seite. Das heißt, auf der linken Seite bleibt stehen minus R2 mal I2, also minus R2 mal I2. Und dann mache ich immer das Gleichheitszeichen hin. Das heißt, U2 kommt auf die andere Seite, also minus U2. Dann habe ich hier minus U1, wenn ich das auf die andere Seite bringe, steht da plus U1. Auf dieser Seite steht minus R1 mal R2. R1 mal R2 geteilt durch RA mal I2. Also ich multipliziere die Klammer aus und dann würde hier noch stehen R1 mal U2 durch RA. Das bringe ich dann auf die andere Seite. Also muss ich das minus R1 durch RA mal U2 nehmen. So, dann habe ich die Sachen rübergebracht, die Sachen rübergebracht. Und hier steht noch ein minus R1 mal I2. So, nochmal kurz die Probe. R mal I gibt eine Spannung in Volt, passt. R mal R durch R bleibt ein R übrig.
R mal I ist auch wieder eine Spannung, R mal I ist eine Spannung, U ist sowieso eine Spannung, U ist eine Spannung, R durch R kürzt sich raus, bleibt also auch eine Spannung übrig. Das heißt, ich habe zumindest schon mal keine groben Fehler gemacht. Habe jetzt auf der linken Seite alle Terme mit I und auf der rechten Seite alle Terme, die ich kenne. So, jetzt muss ich gucken, dass dieses I noch alleine steht. Das heißt, ich klammer einmal I aus. I2 mal Klammer auf minus R2 minus, das soll eine 2 sein, minus R1 mal R2 durch RA und dann nochmal ein minus R1 Klammer zu gleich das, was da steht, schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Und dann kommt also, dann kann ich jetzt durch diese Klammer teilen, dann steht da I2 ist gleich, das hier oben kommt in den Nenner, also minus U2, minus U2 plus U1 minus R1 durch RA mal U2 geteilt durch, jetzt kommt der große Bruchstrich und durch diesen Term wollte ich ja teilen, also minus R2 minus R1 mal R2 durch RA minus R1 gleich und jetzt kann ich die Zahlenwerte einsetzen. U2 waren 13,2 Volt, also minus 13,2 Volt plus 8,4 Volt minus R1 waren 10 Milliohm und RA waren 50 Milliohm, bleibt also ein Fünftel mal U2. U2 waren 13,2 Volt. Geteilt durch minus R2. R2 waren minus 10 Milliohm. Minus R1 mal R2 durch RA, also 10 Milliohm. Mal 10 Milliohm geteilt durch 50 Milliohm minus R1 waren 10 Milliohm. So, von den Einheiten her, das ist eine Stromstärke. Hier oben stehen nur Spannungen, die kann ich natürlich schön addieren und hier unten stehen nur Widerstände, das heißt oben bleibt ein Volt übrig, unten ein Ohm und das passt dann auch von den Einheiten her. Gut, dann gucken wir uns das mal eben an. Ich gebe das mal in den Taschenrechner ein. So, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe das mal in den Taschenrechner eingegeben, den Film kurz angehalten. Dann steht da I2, I2, so I2. Gleich 338 Ampere. 338 Ampere. Okay, gucken wir uns das mal in der Simulation an. So, das war jetzt also die Schaltung nochmal. Ich habe jetzt hier diese halbleere Batterie mit dem Innenwiderstand 10 Ohm, dann den Lastwiderstand, also den Anlasser mit 50 Milliohm. Und wenn ich mir jetzt mal die Spannung anzeige, dann sehe ich, dass wir jetzt nicht mehr unsere 7 Volt haben, sondern 9,8 Volt und die sollte dann ausreichen, um den Anlasser auch tatsächlich zu starten. Und was wir eben ausgerechnet haben, ist der Strom hier über diese Starthilfekabel. Ich lasse mir das mal anzeigen und dann sehe ich auch hier von dieser Spannungsquelle
wird ein Strom geliefert von 338,2 Ampere. Wir hatten eben bei 338 gerundet. Und das ist der Strom, der tatsächlich hier geliefert wird über das Starthilfekabel. Unsere Rechnung war also soweit richtig.